das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud. Guten Abend. Während der Westen über weitere Sanktionen gegen Russland nachdenkt und über Waffenlieferungen spricht, bereitet Putins Armee offenbar weiter eine Offensive im Süden und Osten der Ukraine vor. Im Norden, wo sie sich zurückgezogen haben, werden immer wieder neue Leichen gefunden. Oft sind es Zivilisten, die Opfer von Kriegsverbrechen wurden. Jetzt beobachtet das US-Verteidigungsministerium Truppenbewegungen auf russischem Gebiet. Wohl für einen Einsatz zur kompletten Eroberung der ostukrainischen Region Donbass. Das Pentagon spricht von tausenden zusätzlichen Soldaten in der Nähe der Grenze zu Kharkiv. Unser Korrespondent Oliver Meyer-Rüth war in Kharkiv und berichtet, wie es den Menschen geht, die dort blieben. Granateneinschläge fast im Minutentakt. Wir blicken Richtung Saltivka, ein Viertel im Nordosten der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv. Die russische Armee greift mehrere Randbezirke an. Neben der Kapelle der heiligen Tatjana treffen wir Maria Lutakina. Seit Tagen gehe es, so sagt sie. Die Stadt wird ständig beschossen, manchmal etwas weniger, also 30 bis 40 Mal am Tag, aber es kann auch mehr als 100 Mal sein. Gerne würde sie Kharkiv verlassen, doch das sei unmöglich. Meine Mutter ist 84 Jahre alt und kann kaum laufen. Sie hat Probleme mit der Wirbelsäule und seit 15 Jahren Krebs. Wir können sie nicht aus dem Haus holen. Sie kann sich nicht bewegen. Viele andere Bewohner sind jedoch geflohen. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Vereshchuk hat die Menschen aufgefordert, die Stadt zu verlassen, solange es noch möglich sei. Fußgänger sind kaum zu sehen. Auf den Straßen fahren wenige Autos. Fast alle Geschäfte sind geschlossen. An einer Stelle sehen wir viele Menschen Schlange stehen. Hier werden Lebensmittelpakete verteilt. Etwas Huhn, ein Apfel und Brot, das sei die Tagesration. Die Versorgungslage in der Stadt äußerst schwierig. Sehen Sie, wie viele Menschen hier stehen? Die haben nichts zu essen. Sie stehen hier für Hilfslieferungen aus dem Ausland, um irgendwie zu überleben. Die Stimmung ist angespannt. Sie bombardieren uns jeden Tag. Jeden Tag ohne Pause. Am Tag und in der Nacht, jeden Tag. Sie lassen uns nicht in Frieden. Putin lässt uns nicht in Frieden. Bringt ihn her und lasst ihn hinrichten, weil er uns Ukrainer foltert. Nimm es mit der Kamera auf, ich habe keine Angst. Was die russischen Raketen anrichten, ist hier zu sehen. Im Nordosten, nur wenige Kilometer von uns entfernt, soll es stellenweise nur noch Trümmerhaufen geben. Kharkiv ist verwundet. Wie zum Trotz weht die ukrainische Flagge über den Dächern der Stadt. Um das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern, fand heute eine internationale Geberkonferenz in Warschau statt. Mehr als 9 Milliarden Euro kamen zusammen. Allein die EU-Kommission kündigte Hilfen in Höhe von 1 Milliarde an. Europa stehe an der Seite der Ukraine. Und das gelte auch für die Zeit nach dem Krieg, so die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mit der ich am Abend sprechen konnte. Guten Abend, Frau von der Leyen. Guten Abend. Sie waren auf der Geberkonferenz und mit den Eindrücken aus der Ukraine. Sie waren ja in Kiew und gestern in Butscha. Wie war es für Sie persönlich, den Krieg, das Ausmaß mit eigenen Augen zu sehen? Ach, es ist schon zutiefst beklemmend, wenn man diese hässliche Fratze des Krieges sieht. In Butscha haben wir die ausgebombten Autos gesehen. Ich habe gesehen, die Wohnhäuser, die einfach wahllos zerschossen worden sind. Ich habe das Massengrab bei der Kirche gesehen und es waren immer noch die Leichensäcke da. Das Grauen, dafür findet man eigentlich fast keine Worte. Aber dann habe ich auch in Kiew den unglaublichen Mut und den Widerstandswillen der Ukrainer gesehen. Und das ist etwas, was noch einmal anspornt, dass wir sie unterstützen in diesem Kampf, der ja nicht nur darum geht, dass die Ukraine frei und unabhängig sein kann, sondern um etwas Größeres, um die Frage, ob das Recht des Stärkeren jetzt gilt in aller Brutalität oder ob wir uns an die Friedensordnung halten. Und deshalb geht es um viel.
Sie haben die Unterstützung der Ukraine angesprochen. Die EU hat ja jetzt ein fünftes Sanktionspaket verabschiedet. Es wird ein Kohleembargo geben. Aber Präsident Zelensky war ja sehr deutlich in dem, was er sagte, dass das nicht reiche. Was können Sie ihm denn jetzt bieten? Ja, es ist richtig. Präsident Zelensky hat sich in unserem Gespräch zunächst einmal bedankt für die Sanktionen, weil sie natürlich Wirkung haben und einen massiven negativen Einfluss nehmen auf die russische Wirtschaft und das russische Finanzwesen. Aber zu Recht sagt er, es muss mehr sein und ihr müsst mutiger sein. Und das große Thema ist natürlich die Frage der Energie. Für uns ist immer wichtig, dass wir Sanktionen ergreifen, die Russland mehr schaden als uns. Das ist jetzt gelungen mit dem Finanzsektor, das gelingt im Wirtschaftssektor, bei der Kohle gelingt es. Wir schauen uns jetzt sehr genau seit Wochen schon den Ölmarkt an, denn es geht ja darum, dass wir Alternativen suchen, damit wir unabhängig werden vom russischen Öl. Und das Gleiche gilt für das russische Pipeline-Gas. Das ist noch schwieriger. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Rahmenabkommen mit den Amerikanern getroffen, dass sie Teile des russischen Gases über Flüssiggas ersetzen. Also hinter diesen Sanktionen steckt auch dann oft monatelang, wochenlang ganz intensive, harte Arbeit, die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen zu beenden und woanders hin sich zu orientieren. Also das heißt, Sie können bestätigen, dass es jetzt bald ein Ölembargo und Gasembargo geben wird? Wie gesagt, wir arbeiten daran. Und ich finde, man sollte erst, wenn man die Dinge wirklich rund hat, darüber auch dann kommunizieren. Wir arbeiten nicht nur daran, dass wir andere Alternativen suchen, sondern was ganz, ganz wichtig ist und was für die Zukunft entscheidend ist, dass wir vor allen Dingen massiv in die erneuerbaren Energien investieren. Die wachsen bei uns zu Hause, das schafft hier Arbeitsplätze und das schafft Unabhängigkeit. Sie haben aber auch Zelensky oder der Ukraine gestern Hoffnung gemacht auf eine schnelle Aufnahme in die EU. Das ist vielleicht gut gemeint, aber versprechen Sie da mehr, als Sie eigentlich halten können? Es gibt einen ganz klaren Prozess, der ist vorgeschrieben. Und da ist der Schritt vom Rat gegangen worden, dass der Rat die Kommission um eine Stellungnahme bittet, eine Empfehlung. Das basiert dann auf einem breiten Bild, das wir zeichnen, wo die Ukraine steht, aufgrund von Fragebögen. Diesen Schritt, den haben wir gestern eingeleitet und in der Tat schneller als das üblich ist, auch weil die Ukraine mit aller Kraft mit uns zusammenarbeitet, um diesen Prozess voranzutreiben. Jetzt müssen wir gemeinsam dieses Bild der Ukraine zeichnen, um zu zeigen, wo sie steht. Aber ich will auch darauf hinweisen, dass uns ja klar ist, wenn dieser Krieg gewonnen ist, und da arbeiten wir mit aller Kraft daran, dass die Ukraine das übersteht, dann werden wir die Ukraine wieder aufbauen müssen gemeinsam und wir werden sie reformieren müssen gemeinsam. Auch darüber habe ich mit Präsident Zelensky gestern gesprochen. Und das formt ja auch den Weg in Richtung der Europäischen Union. Also, ich will damit sagen, enge Zusammenarbeit, mit aller Kraft unterstützen wir die Ukrainer auf ihrem Weg in die Richtung der Europäischen Union. Ich kann ja auch verstehen, dass wie sehr das Präsident Zelensky am Herzen liegt. Er sagte mir gestern Abend, wenn die ukrainischen Soldaten hier sterben, dann möchten sie wenigstens wissen, dass ihre Kinder später frei und in der Europäischen Union sind. Naja, Sie haben ja selber auch gestern gesagt, Zitat, die Entscheidungsfindung wird nicht wie üblich eine Frage von Jahren sein, sondern eine Frage von Wochen. Ich meine, ein schneller EU-Beitritt der Ukraine, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, weil Sie von wir sprachen, aber Sie finden ja nicht bei allen Mitgliedstaaten Zustimmung. Also haben Sie denn da eigentlich die Unterstützung von allen EU-Partnern? Die Stellungnahme der Europäischen Kommission und die Empfehlung der Europäischen Kommission zu bilden, bedeutet üblicherweise Jahre. Hier arbeiten wir an Wochen mit Hochdruck. Warum? Weil wir auch schon sehr eng mit der Ukraine zusammengearbeitet haben in den vergangenen Jahren. Wir haben ein Freihandelsabkommen, wir haben ein Assoziierungsabkommen. Wir sind ganz eng verbunden auf dem Energiesektor. Wir haben zum Beispiel ein gemeinsames Elektrizitätsnetzwerk inzwischen. Wir sind eng verflochten im gemeinsamen Markt. Das heißt, wir können auch schneller diese Stellungnahme entwickeln, weil wir sehr viel über die Ukraine wissen und sehr eng zusammengearbeitet haben. Reformen sind ein ganz wichtiger Punkt in der Ukraine. Das ganze Thema Oligarchen, das ganze Thema Unabhängigkeit der Justiz, das weiß Präsident Zelensky auch. Aber er ist auch entschlossen, das anzugehen. Und wie gesagt, bei dem Neuaufbau dieses Landes, das zu koppeln mit den richtigen Reformen, das ist dann unsere gemeinsame Aufgabe. Sagt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aus Brüssel. Danke.
Vielen Dank. Der Krieg gegen die Ukraine beschäftigt uns seit Wochen permanent. Aber wir müssen auch nach Westafrika schauen. Denn in Mali droht die Lage weiter zu eskalieren. Seit fast 9 Jahren sind deutsche Bundeswehrsoldaten in Mali und in Niger im Einsatz. Jeweils an 2 Standorten. Und das auch in zweifacher Mission. Einmal im Rahmen der EU-Ausbildungsmission und einmal in der UN-Friedensmission. Doch Ende Mai laufen die Mandate aus. Und dann muss der Bundestag entscheiden, ob die Mission verlängert wird. Aber die Frage nach dem Sinn, dort zu bleiben, stellt sich gerade mit dem beschlossenen Abzug der französischen Armee Anfang des Jahres noch einmal komplett neu. Und auch nach dem Militärputsch und etlichen Menschenrechtsverletzungen gibt es erhebliche Zweifel. Nun ist Verteidigungsministerin Lambrecht in das westafrikanische Land gereist, Stefan Stuchlik. Anflug auf Gao im Norden Malis. Ministerin Christine Lambrecht besucht das größte Auslandskontingent der Bundeswehr. Allein für die Vereinten Nationen sind etwa 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. Hier von Gao aus leisten sie die Aufklärungsarbeit für die Blauhelm-Mission. Diese Arbeit sollte auch nach dem Teilabzug der Franzosen fortgesetzt werden, sagt die Ministerin. Es ist beeindruckend zu sehen, zum einen mit wie viel Sachverstand und Engagement das von den Soldatinnen und Soldaten geschieht, aber eben auch mit welchen Mitteln wir hier vor Ort präsent sind und deswegen hoch anerkannte Leistungen bringen. Und das ist gut so und das ist wichtig, aber das muss auch begleitet werden von dem bestmöglichsten Schutz für unsere Soldatinnen und Soldaten. Das Problem: In einem weiteren Programm für die EU bilden 300 deutsche Soldaten die malische Armee aus. Die aber untersteht jetzt einer Militärjunta, die sich 2021 an die Macht geputscht hat und auf Dauer freie Wahlen ausschließt. Die malische Regierung muss natürlich wissen, das eine ist zu sagen, bleib bitte hier, weil an uns hängt sehr viel. Das andere ist aber, dass natürlich auch Bedingungen daran geknüpft sind, denn es ist nicht nur eine militärische Frage. Wir zahlen hier sehr viel Entwicklungshilfe. Und ich glaube, da wäre ein guter Punkt anzusetzen. Prinzipiell aber müsse man unbedingt weiter im Land bleiben, sagt die Union. Die Stabilität in der Sahelzone ist wichtig, auch für Europa und auch für Deutschland. Von hier aus darf kein Terror exportiert werden nach Europa. Und deswegen gilt es, über die Vereinten Nationen und über die Europäische Union hier einen Beitrag zu leisten. Bleiben! Nur die umstrittene Ausbildungsmission beenden oder ganz abziehen. Die Bundesregierung entscheidet unter Zeitdruck. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine will Bundesinnenministerin Faeser den Katastrophenschutz verbessern. Und damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner. Die Verfügbarkeit von Schutzräumen solle geprüft werden, kündigte Faeser in einem Interview der Zeitung Welt am Sonntag an. Außerdem solle die Bausubstanz von Tiefgaragen, U-Bahnhöfen und Kellern verstärkt werden. Für den Wiederaufbau von Sirenen würden 88 Millionen Euro bereitgestellt. Zudem sei geplant, die Vorräte an medizinischer Ausrüstung aufzustocken. Pakistan steht vor einem Machtwechsel. Das Parlament hat Premierminister Khan das Vertrauen entzogen. In einem Misstrauensvotum stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten gegen Khan. Die Opposition hatte ihm schlechte Regierungsführung vorgeworfen. Seine Absetzung war der Endpunkt eines wochenlangen Machtkampfes. Am Montag soll ein neuer Premier gewählt werden. Khan rief seine Unterstützer zu Straßenprotesten auf. In Sri Lanka sind erneut Zehntausende Menschen gegen Präsident Rajapaksa auf die Straße gegangen. Sie machen ihn für die Wirtschaftskrise in dem Inselstaat verantwortlich. Es fehlt an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Inzwischen fordern auch Wirtschaftsverbände seinen Rücktritt. Rajapaksa weigert sich aber bislang, sein Amt abzugeben. Der Schauspieler Uwe Bohm ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Er begann seine Karriere als Jugendlicher unter der Regie seines späteren Adoptivvaters Haag Bohm in Nordsee ist Mordsee. Im Tatort spielte er mehrere Täterrollen. Erfolge feierte Bohm auch auf der Bühne, unter anderem mit Regisseur Peter Zadek am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Die 4 Teilnehmer der ersten komplett kommerziell organisierten Weltraummission sind auf der internationalen Raumstation ISS eingetroffen. Nach mehr als 20 Stunden Flug dockten die 3 zahlenden Unternehmer und ein ehemaliger NASA-Astronaut an. Bislang hatten nur einzelne Privatleute die ISS besucht.
Zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga, in der heute der FC Bayern München zwar einen Sieg gelandet hat, aber trotzdem nicht überzeugt. Julia. So ist es. Irgendwie scheinen die Bayern weit weg von ihrer Topform zu sein. Unter der Woche die 0:1 Niederlage im Viertelfinale in der Champions League in Spanien gegen Villarreal. Und heute nur ein zähes 1:0 gegen Augsburg. Der Plan, also mit einem richtig guten Spiel wieder in Schwung zu kommen, der geht nicht auf. Trainer Julian Nagelsmann gerät in seiner ersten Saison langsam unter Druck. Auch wenn die Meisterschaft sicher scheint, im Pokal sind die Bayern schon raus und in der Champions League unter Zugzwang. Beim Rückspiel gegen Villarreal am Dienstag, da muss das Team von Nagelsmann definitiv mehr liefern als heute gegen Augsburg. In dieser Saisonphase zählen Siege und keine Zauberei, meint Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Der Erfolg gegen Augsburg sorgt aber nicht wirklich für Begeisterung vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Villarreal. Ja, es war kein gutes Spiel. Wir haben war keine große Spielgeschwindigkeit, auch nicht viele Chancen rausgespielt. Es gab eigentlich schon viel Raum. Hatten dann sehr viel Unsauberkeit im Spiel auch im letzten Drittel, obwohl wir viel Fläche hatten, eigentlich das zu spielen. Augsburg hat sich da super auseinanderziehen lassen. Die Bayern können sich in der ersten Halbzeit glücklich schätzen, dass der Derby-Gast die zahlreichen Einladungen zum Toreschießen nicht annehmen kann. Im entscheidenden Moment ist Augsburg zu harmlos, um in Führung zu gehen. Erst in der zweiten Halbzeit dreht der deutsche Meister langsam auf. Joshua Kimmich scheitert noch an Gikiewicz im Tor der Augsburger. 10 Minuten vor Schluss bekommt Reece Oxford den Ball an den ausgestreckten Arm. Nach Videoüberprüfung entscheidet Schiedsrichter Patrick Ittrich zu Recht auf Strafstoß. Augsburgs Trainer Markus Weinzierl entsetzt. Robert Lewandowski humorlos mit der 1:0-Führung gegen einen starken FC Augsburg, der nicht aufgibt, auch wenn die Bayern jetzt überlegen sind, ohne wirklich zu glänzen. Kimmich trifft nochmal die Latte. Am Dienstag gegen Villarreal muss der Meister mehr zeigen, um das Champions-League-Halbfinale noch erreichen zu können. Für Wolfsburg, da war diese Bundesliga-Saison bisher eher verkorkst. Nach 3 Niederlagen in Folge jetzt endlich der ersehnte Sieg gegen Bielefeld. Die Wölfe präsentieren sich torhungrig, sie gewinnen mit 4:0. Vielleicht lag es ja an einem gemeinsamen Burgeressen als Teambuilding-Maßnahme. Bielefeld dagegen verliert wichtige Punkte im Abstiegskampf und auch einen wichtigen Spieler. Cedric Brunner kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Mittlerweile geht es ihm besser. Unmittelbar nach dem Zusammenprall mit Jonas Wind verlor Cedric Brunner das Bewusstsein. Am vergangenen Wochenende hatte sich bereits sein Vereinskollege Fabian Klos schwer am Kopf verletzt. Klar macht das mit einem was. Letzte Woche Fabi, jetzt Sedi. Das sind 2 Stützen in der Mannschaft. Und das geht an keinem spurlos vorbei. Ich hoffe, dass sich beide wieder so erholen, dass sie ganz normal wieder Fußball spielen können. Das ist das Wichtigste. Im Duell zweier Abstiegskandidaten brachte Lukas Metscher den VfL Wolfsburg in der 11. Minute in Führung. Der deutsche Nationalspieler traf vor der Pause zum 2:0 für deutlich überlegene Gastgeber. Zu Beginn der zweiten Hälfte ein sehenswerter Freistoß von Maximilian Arnold zum 3:0. Der VfL deutlich verbessert, ein klasse Spiel des Teams von Florian Kohfeldt, für das Max Kruse zum 4:0 Endstand traf. Der erste Sieg nach zuvor 3 Niederlagen. Wir wussten, was auf dem Spiel stand heute. Die ganze Saison und besonders auch die letzten Wochen haben wir nicht so gepunktet. Und ich bin froh, dass wir jetzt erstmal einen wichtigen Schritt machen konnten. Wolfsburg holt 3 Punkte im Abstiegskampf in einem Spiel, das von der schweren Verletzung Cedric Brunners überschattet wird. Die weiteren Ergebnisse: Köln, Mainz 3:2, Greuther Fürth, Gladbach 0:2 und im Berliner Stadtderby unterliegt die Hertha Union deutlich mit 1:4. Gestern verlor Stuttgart gegen Dortmund mit 0:2 und morgen spielt noch Bochum gegen Leverkusen, Frankfurt gegen Freiburg und Leipzig empfängt Hoffenheim. Die Tabelle. Die Bayern weiter an 1 vor Dortmund, Leverkusen und Leipzig. Mainz ist auf Platz 10. Wolfsburg springt auf 13, dahinter Augsburg. Bielefeld ist auf dem Relegationsplatz. Und ganz unten Hertha BSC und Greuther Fürth. Vorfreude bei den deutschen Fußballfrauen. Dieses Jahr die EM in England und nächstes Jahr dann die WM in Australien und Neuseeland.
Die Qualifikation dafür, die läuft super. 7 Spiele, 7 Siege gegen Portugal gab es heute ein 3:0. Es hat alles gepasst, bis auf das Wetter. Komoot sieht anders aus. Schmuddelwetter in Bielefeld und ein stürmischer Beginn der DFB-Frauen gegen Portugal. Was Mut mit der ersten guten Gelegenheit schon nach 1,5 Minuten. Bundestrainerin Vos Tecklenburg sieht in der Folge reichlich Chancen, muss aber bis zur 39. Minute auf den ersten Treffer warten. Oberdorf mit dem erlösenden 1:0. Dritter Länderspieltreffer der Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg. Verdiente Führung für die deutsche Mannschaft zur Pause vor 7.300 Zuschauern, jetzt bei Sonnenschein. Das DFB-Team auch nach dem Wechsel mit hoher Laufbereitschaft. Gewinn, punktgenau auf Bühl, das 2:0 in der 55. Minute. Clara Bühl, eine der auffälligsten bei den Gastgeberinnen. Die auch nach der deutlichen Führung weiter nach vorn spielt und sich mit dem nächsten Treffer belohnt. Hut auf Rauch, das 3:0, 10 Minuten vor Schluss, das auch der Endstand. Deutschland besiegt Portugal deutlich und macht den nächsten großen Schritt in Richtung WM. Na, dann schauen wir noch auf den Sonntag und fragen Carsten, wie das Wetter wird. Ja, wir haben es eigentlich gerade eben in dem Beitrag fast gesehen. Mal Schmuddelwetter, mal Sonnenschein. Dieses Aprilwetter, es geht weiter. Und deshalb bleibt es auch morgen eher noch kühl bei den Temperaturen, aber nur für einen Tag. Zu Beginn der Woche kommt nämlich wärmere Luft zu uns und ab Dienstag, Mittwoch werden wir frühlingshafte Temperaturen von rund oder über 20 Grad haben. Wir sehen es auf dem Wettervorschaufilm, dass nämlich da ab Montag dieses Tief auf dem Atlantik die wärmere Luft in Spanien und Frankreich ansaugt und zu uns nach Deutschland bringt, allerdings mit eher mehr Wolken. Es wird also nicht ein klarer, sonniger Tag werden, aber es wird dann in der nächsten Woche auf jeden Fall wärmer. Und damit schauen wir auf die Nacht, in der es kälter wird. Und deshalb ganz wichtig, dieses Achtungszeichen in der Mitte und im Süden kann es, weil die Straßen aktuell nass sind, verbreitet glatt werden in den nächsten Stunden. Die Temperaturen rutschen in den Keller und morgen sehen wir dann schon die Schauer, auch einzelne Gewitter. Das Aprilwetter morgen Nachmittag ein bisschen schwächer als heute im Vergleich. Die Gewitter sind seltener, aber es wird auf jeden Fall dieses Aprilwetter geben. Die Temperaturen nachts in der Mitte und im Süden 0 bis minus 5 Grad. Im Norden bleibt es eher frostfrei mit 1 bis 4 Grad plus. Und tagsüber 7 bis 10 Grad, also immer noch ziemlich kühl, außer im Westen und Südwesten. Hier werden es morgen immerhin schon 11 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten, mehr Sonnenschein. Und zwar vor allem aus Südwesten heraus werden sich die Wolken ein bisschen auflösen. Am Montag im Nordosten noch letzter Regen. Die Temperaturen am Montag bis 19 Grad, am Dienstag dann schon 17 bis örtlich 24 Grad am Oberrhein. Der Frühling kommt. Wow, vielen Dank, Carsten. Das hört sich schon mal gut an. Das waren unsere Tagesthemen am Samstag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und hier geht's weiter mit dem Wort zum Sonntag und Gedanken über das Umkehren und Neudenken in Kriegszeiten. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Tschüss.